Ein lustiges Wort, Leid und Schafft. Ja, Tennis, ja. Pferdefahrsport. Leidenschaft kann man verschiedener sein, in der Beziehung. Meine Leidenschaft ist meine Frau. Mit Leib und Seele und Kraft und alles, was einem zur Verfügung steht, ein ganzes bestimmtes Ziel zu verfolgen. Bei Spitzensport allgemein denke ich, da muss einfach die Leidenschaft dabei sein, weil sonst kann man gar nicht so viel investieren in die Sportart. Wenn man mit Pferden dabei ist. Schaffen ist Leidenschaft, Sport ist Leidenschaft, Leben ist Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist Natur und Tier. Skifahren. Für mich ist Leidenschaft etwas, wo man Zeit vergisst, wo man sich darin verlieren kann. Das ist zum Beispiel Tanzen oder das ist Filmen, das ist in Gespräche hineingehen mit Leuten. Dort, wo eine Herausforderung da ist, wo man es anpacken kann und gestalten und mal. Töpfern ist etwas, was ich eigentlich so nicht gerne gemacht habe an der Kunstgewerbeschule. Alles, was ein bisschen surrt und mit Motoren zu tun hat, das ist meine Leidenschaft. Tanzen. Sport und Tier. Zum Beispiel Freundschaft pflegen. Das ist etwas, wo man sich ganz und gar hingibt. Für mich ist das diverse Sachen. Das ist etwas mit den Hängen zu machen, aber auch Sport wie Klettern und Biken. 2 auf 4 Spender ist nicht einmal mehr Arbeit, sondern es ist etwa, gibt es 3 bis 4-fachen Arbeit. Etwas mit Begeisterung und voll Engagement machen. Er hat ja das Wort Leiden drin. Also es ist nicht alles zusammen nur einfach, was mit Leidenschaft zu tun hat. Und wo manchmal schon kann Leiden schaffen. Eine Leidenschaft. Wenn man sie so verbissen vielleicht macht, bis an die Grenzen. Wenn man etwas wie verrückt will und ganz viel dran gibt und manchmal richtig leidet an dem, man muss einfach. Ja, so etwas, so tief aus einem rauskommt. Ich tue gerne tanzen und mache auch gerne Sport, ja. Ist etwas können machen, ohne dass man, oder wo man alles drumherum vergisst? Was einen so ein bisschen im Leben begleitet. Gerne mit Menschen zusammen sein. Gut auskommen mit allen, das Leben geniessen. Das ist meine Frau, Leidenschaft. Das beinhaltet alles. Ich tanze sehr gerne, nähe sehr gerne und bin sehr gerne in der Natur. Leidenschaft? Ja. Etwas, was ich mit Herzblut mache. Etwas, wo man sich grausam reinknüllen kann und dann nicht mehr loskommt davon. Also wenn man Theater nicht leidenschaftlich liebt, dann muss man es gar nicht erst anfangen. Also ich finde Kultur, Essen, Trinken, Wein, Sport. Ja, das sind so meine Leidenschaften. Wenn man etwas ganz gern macht und es einem Freude macht, dann macht man es leidenschaftlich. Das heisst, heute Abend auf Mettmestetten fahren, um unsere Tochter zu hören und zu sehen. Oh, ja, Leidenschaft. Eine Leidenschaft. Kunst? Ja, das passt. Kunst. Okay. Ja. Politik. Etwas spontan zu gestalten, im Bewegungsbereich, musikalisch, was auch immer. Richtig verwöhnen lassen. Schaffen schafft Leiden. Also ich weiß nur eins, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Wenn man keine hätte, ist hart, oder? Theater. Leiden und Schaffen. Unser Leben. Ja. Unser Leben, ja. Ja, für mich ist es eine Relaxation, also eine Entspannung. Ja, mit Herz und Seele bei etwas dabei sein, voll und ganz. Ich habe 2 Leidenschaften. Das eine ist meine Frau und das andere, ich singe wahnsinnig gerne. Ja, es ist natürlich schon. Leiden und arbeiten. Aber wir arbeiten ja. Und gelitten haben wir auch schon. Also, es kann nur noch besser werden.